Mein Name ist Oliver Herbrick. Ich bin Head of Product Sales für den Bereich mechatronische Greifer. Also zum einen sehen wir hier in dieser Werkstück-Handlings-Applikation den Zweifinger-Parallelgreifer EGU und zum anderen den neuen Dreifinger-Zentrisch-Greifer EZU. Beide Greifer sind servoelektrische Greifer. Das bedeutet, ich kann beide Greifer relativ flexibel auf das Werkstück und auf die generelle Applikation einstellen. Das heißt, ich kann auf verschiedene Positionen fahren, kann die Greifkräfte individuell einstellen, kann sowohl Geschwindigkeit als auch die Beschleunigung des Greifers individuell steuern. Somit kann ich wirklich auf jedes Bauteil und auf jede Individualität in meinem Prozess quasi reagieren. Beide Greifer verfügen über eine standardisierte Elektronik, die über IP oder mit IP67 abgedichtet ist. Zudem haben wir eine sehr robuste T-Slot-Führung. Das heißt, speziell in Kirschmehlstoffumgebungen oder mit hohem Späneanteil kann ich hier sehr gute Ergebnisse erzielen, ohne Probleme zu erwarten. Beide Greifer verfügen über eine Greifkrafterhaltung mit Werkstückverlusterkennung. Das bedeutet, wenn ich den Greifer abschalte, kann die Bremse einfallen und das Bauteil sicher im Greifer behalten. Über die Verlusterkennung erkenne ich beim Wiederanfahren, ob das Bauteil sich noch im Greifer befindet oder nicht. Eine hohe Verfügbarkeit ist garantiert, da die Greifer über ein Absolut-Encoder-System verfügen. Bedeutet, ich muss keinen Referenziervorgang mehr durchführen. Beide verfügen über diese standardisierte Elektronik, mit der wir 5 verschiedene Kommunikationsschnittstellen wiedergeben können. Zudem haben wir verschiedene Funktionsbausteine als auch Plugins für verschiedene Roboter verfügbar. Wenn Sie weitere Fragen haben, kommen Sie auf uns zu oder besuchen Sie unsere Homepage unter schunk.com.